just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun. So, meine Freunde, heute wird es sehr wild. Heute mache ich für euch einen Aston Martin DBS Superleggera 5,2 Liter V12 Biturbo 725 PS 900 Newtonmeter. Also das Auto kostet, glaube ich, so rund 300.000 Euro. Ja. Wir machen heute eine Stufe 1, also nur Software. Wir machen eine Eingangsmessung mit Insoric. Wir gehen auf die Autobahn, messen das Ding, messen mal die Zeiten. Danach machen wir die Software und dann geht es wieder auf die Autobahn und dann gucken wir mal, was rauskommt und ob der Kunde zufrieden sein wird. So, und dann sind wir unterwegs jetzt, gell? Mit dem Nico, mit dem Cisco auf die Autobahn. Und dann checken wir mal hier diesen schönen Aston Martin. Also das Erste, was mir auffällt, ist, das ist schon mal gut, dass die kooperieren mit Mercedes, ja, beziehungsweise AMG. Ihr wisst, in anderen Aston Martin Modellen ist sogar der 4 Liter von AMG drin. Und wenn man das hier anschaut, die ganzen Bedienteile und alles und auch das Navi-Ding hier, dann sehen wir, dass es sehr Mercedes-lastig ist. Ja? Und was mir auch natürlich gleich direkt so ein bisschen auffällt, am Tacho so die Tankanzeige und die Temperaturanzeige und allgemein die Darstellung erinnert mich ganz arg an BMW. Ja? Das heißt, wir haben hier Tacho von BMW, also beziehungsweise die Anzeigen sehen aus wie bei BMW. Und die ganzen Bediensachen hier, sehr Mercedes. So, dann hören wir uns mal den Auspuff ein bisschen an. Für Serie ist gar nicht mal so schlecht. Was mir aber auffällt, ist irgendwie, ich weiß nicht, ob die hier ein Soundmodul verbaut haben oder irgendwas, aber bei einer bestimmten Drehzahl hört sich es ganz komisch an. Also wie wenn da irgendwie so ein Soundgenerator oder irgendwas drin wäre. Hört ihr das? Achtung, warte. Und dann hört es auf. Hörst du das, Cisco? Pass auf. Warte. Also das ist schon mal das Erste, was mich stören würde bei einem Auto für 300.000 Euro. Hört ihr das? Das ist Zuschaltung. Zuschaltung von dem Soundgenerator. Kommentiert mal schnell bitte und helft mir. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich zeige euch das mal. Achtung. Hört ihr das? Die Zuschaltung von diesem Soundgenerator. Furchtbar. Hört ihr das? Jetzt habe ich auf Komfort, jetzt ist es aus. Ne? Also wissen wir jetzt, dass es der Soundgenerator ist, da dieses, wo den Sound für Innenraum produzieren sollte. Also am besten Aston Martin lieber auslassen, auskodieren, weil das ist No-Go. Jetzt machen wir es wieder an. Achtung. Sport Plus. Ab 3.500 Umdrehungen geht es an. Aus. 3,5, Achtung. Was zur Hölle ist das? Bei 300.000 Euro. Mein Name ist Pelka, Jimmy Pelka, und ich habe den Bonn-Blinker. So, Freunde, wir sind auf der Autobahn. Jetzt machen wir Insoric ran. Und dann geht's weiter. Kann losgehen. So,
So, meine Freunde, kommen wir zur Eingangsmessung. Ja, wie ihr gesehen habt, in Sorgistran, wir fahren jetzt hier raus auf die Autobahn und dann machen wir eine Messung im vierten Gang. Das wird uns reichen. Dann machen wir im fünften Gang. Messung, fünfter Gang. Los geht's. Ausrollen lasse, meine Freunde, ausrollen lasse. Sehr schön. Es rollt. Fünfter Gang, Messung gemacht. Zack, zack, zack. Nächster Parkplatz raus und zurück runter. Zack, zack, zack. Dann checken wir 100, 200. Zack, zack, zack. Gehen in die Firma, mache Software. Bim, bim, bim. Software drauf. Zack, zack, zack. Wieder Autobahn leert und dann geht's los. Nico, alles Roger bei dir, oder was? Jawohl. Jawohl, sagt er, jawohl. Ah, wir müssen ja hier runter, Entschuldigung. So, hier, zack, Parkplatz raus. Haben wir ihn zurück schnell runter. Und dann gucken wir mal die Zeite. Bin ich gespannt, was er dann gleich macht, 100, 200. So. Nico, ich bin wieder an Bord, gell? Da bist du hier auf dem Parkplatz, Alter, gehst raus, da hat so nach Pisse gestunken, Alter. Ekelhaft. Ja, ist ja kein Wunder, dass die alle da überall noch machen. Wenn auf der deutschen Tankstelle überall 70 Cent zahlen musst fürs Schiffe gehen, Herrgott, zack, was ist denn hier los? Das ist ein Scheiß. Hä? Sollen sie auch mal ein bisschen Steuergelder frei machen, dass sie Leute hier umsonst pissen gehen können, Mensch. Ist doch klar, dass jeder da ins Eck pisst und kackt hier auf den Parkplätzen überall. So, dann lassen wir mal ihn D und dann checken wir mal 100, 200. Achtung, schauen wir gleich mal. Es geht los. Traktionskontrolle. So, jetzt geht's aber weiter. Läuft! So, meine Lieben, ihr habt es gesehen, zu zweit im Auto, Autobahn, wirklich fast gerade, ja, 100 auf 200, 6,54 Sekunden, das heißt, der Nico, der wiegt jetzt ein bisschen weniger, weil dem die Weisheitszähne gezogen worden sind, ist jetzt auch eigentlich ins Alter gekommen. Ja. Und ja, wenn er draußen wäre, seine 65 Kilo, dann wäre ich alleine wahrscheinlich irgendwo so 6,3 unterwegs. Also 100, 200, 6,3 für Serie, für die Leistung ist okay. Klar gibt es Autos, die schneller sind. Ja. Aber wir sind jetzt gespannt, was rauskommt, wenn wir die Software gemacht haben. Und dann sollten wir doch eigentlich schon unter die 6 Sekunden kommen, oder? Was meint ihr? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt bei uns back in the hall mit Meister. Ihr wisst schon, wie er heißt. Schreibt es in die Kommentare. Ja, was er jetzt macht, ist, er baut jetzt hier das Motorsteuergerät aus. Es ist eine Bosch MID-17-Steuerung drin. Die wird da irgendwo versteckt sein, hinter dem Radlauf. Da steckt auch das Ding drin, oder? Siehst du das Ding? Ah, wunderbar, guckt mal da rein. Und wir sehen das schöne Bond-Mobil mit einem wunderschönen V12, 5,2 Liter Twin-Turbo. Ja? So, auf den ersten Blick, wenn ich reinschaue, muss ich sagen, sehr schön große Wasserladeluftkühler, ja, für die kühle Temperatur, kühlere Ansauglufttemperatur braucht man nämlich.
super geile Ansaugung vorne gemacht mit den Airboxen und Filtern. Dann geht es direkt rein. Bam, bam, bam. Naja, sind wir mal gespannt, was da rauskommt, gell? Wir werden jetzt mal aus in Sorik. Ja, gucken wir mal, was das Auto jetzt hat. Ja, Leergewicht ist 1950 Kilo. Ja, deswegen ist er auch natürlich mit der Leistung deutlich langsamer wie der Porsche 992 Turbo S. Deswegen sage ich, es ist schon stylisch, dieses Auto. Ja, es gefällt mir auch optisch sehr gut. Aber Alltag ist so ein 992, glaube ich, doch ein Tick besser. Allein schon durch den Allrad, ja, weil man merkt, okay, 900 Newtonmeter, 725 PS, Hinterachsantrieb ist ziemlich schwierig. Aber was auch sehr genial gemacht ist, für den Anpressdruck, gebt euch mal diese Scheiße jetzt hier, ja. Wenn ihr dann wirklich fahrt, ja, mit 300, ja, dann geht die Luft hier rein, ja, gebt euch das. Die Luft geht hier seitlich rein, ja. Spaß. Geht hier rein, geht dann praktisch hier komplett durch und kommt hier hinten wieder raus, ja. Hier kommt die Luft wieder raus. Gebt euch das mal. Wie brutal ist das denn, ja? Und allgemein diese ganzen Carbon-Sachen, also wirklich fast alles aus Carbon, ist schon, der Paul hat es gesagt, das ist schon Piorno. Ich gehe jetzt mal rein, habe ein bisschen was zu tun. Und ihr könnt hier beim Zbyszek zugucken, wie er das Ding ausliest. Und wie er das auf die Plattform hochlädt, dass es zu mir kommt und wie ich es wieder zurückschicke. Meine Lieben, kommen wir zur Insorik-Auswertung. Dazu brauchen wir jetzt erstmal den Durchmesser vom Reifen. Gucken wir, ob es reicht. Wunderbar, wir haben hier 73 Zentimeter. 73 Zentimeter, so ist das, gell? 73 Zentimeter. So, also. Angegeben 725 PS, 900 Newtonmeter. Gemessen haben wir 730,9 PS und 925,3 Newtonmeter. Psst, wir haben euch was verheimlicht. Und zwar hat das Auto zwei Steuergeräte. Auf der Seite und natürlich auch auf der Seite. Mensch, und ihr müsst immer beide machen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr macht nur eins. Wie läuft denn eine Kiste? Software ist programmiert, Zbyszek hat beide Steuergeräte gerade eingebaut, macht die letzten Schrauben fest. Ich lösche jetzt kurz schnell die Fehler, dann packen wir wieder alle Sachen zusammen, alle Sachen rein und dann gehen wir wieder fahren, gucken wir, was die Ausgangsleistung hat und vor allem, was wir 100 auf 200 fahren. Entschuldigung, kann man Ihnen helfen? Was machen Sie denn da unten an dem Auto?
Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Beim Türaufmachen, also es ist ja wirklich eine ganz normale Tür, aber beim Türaufmachen fällt mir auf, dass die Tür so leicht schräg nach oben aufgeht. Ja, also so fühlt sie es an. Es ist auf jeden Fall ein erotisches Gefühl, wenn es schräg nach oben aufgeht. Es fühlt sich schöner an wie gerade. Ja, wenn es ein paar Mal machst, kann sein, dass die Hose nass wird unten, gell? So ist der Knopf da. Ganz einfach. Wenn Sie ihn drücken, kommt jemand vom Personal. Okay. Was ist da gerade passiert? Ich bin gekommen. Los geht's. Hört ihr das, ihr Ganoven? Oh, V12. Geil. Also, los geht's. Das Ding ist sehr schnell, sage ich euch. Wir sind jetzt wieder auf der Autobahn und machen jetzt die Ausgangsmessung. Aber ich spüre das. Mein Pomometer sagt, das Ding läuft echt gut. Ja, ob ihr wollt oder nicht. Das Ding geht. Machen wir jetzt ihn sorry kurz ran. Dann messen wir. Checken wir 100, 200. Machen ein paar Fahraufnahmen von außen für den Nico, damit er was Gutes zusammenschneiden kann. Gell? Der alte Framer. Du bist der Framer und der Mo ist der Editor, oder? Hä? Der soll ich dahin, hä? Da? Vorhin habe ich gesagt, es stinkt hier. Schaut, alle brunzen sie danach. Geil, oder? Mahlzeit! Hab ich die auf Kamera jetzt, Kerle? Dürfen wir das reinbringen ins Video? Man sieht dich nur von hinten. Okay. Weil ich war vorhin schon hier, hab gedreht, hab gesagt, dass hier nach Pisse stinkt. Und hab gesagt, das ist normal, dass man hier in Deutschland überall Nordschiff, wenn man 70 Cent zahlen muss auf jeder Tankstelle, gell? Nee, das geht nicht um die Quote. Aber. Ja, natürlich nicht. Aber klar, wenn man muss und hier ist kein WC, immer laufen lassen. Ja. Danke. Fährt auch gut. Aber dein GTI ist auch gut. So. Check, 100, 200, gell, aus dem dritten Gang, aber nicht Vollgas, weil die Räder drehen durch. Seht ihr? Durchdreht die Scheiße. Das gibt's doch nicht, ey. Los geht's. Boah, das Ding marschiert, Alter, das ist nicht normal. 200, 215, oh, der Bus, Alter. So, seht ihr das? So, probieren wir mal, was geht. Traktionskontrolle bei 140, 180, 190, 210, 220, 230, 240, 250, 260. Oh, da zieht einer raus. Sehr schlecht von dieser Person. Herrgott, zack. Was ist hier los überhaupt heute auf der deutschen Autobahn? Einfach zu viele Autos unterwegs. Reicht für Nico heute. Geht natürlich easy schneller, aber alles, was über 300 ist, auf zweispurig, ist okay. Ne? Nico, reicht uns, oder? Also. Hat geschmeckt? Hat mir auch geschmeckt.
So, also, wir sind fertig. Wir haben jetzt 810 PS, 1090 Newtonmeter. Was das ausmacht von 100 auf 200, ist folgendes. Der fährt hier ohne Licht, es ist sehr dunkel, sehr gefährlich. Also denkt dran, wenn es dunkel ist, Licht anmache. Wir haben Serie gehabt, 6,54 Sekunden von 100 auf 200 und jetzt 5,9. Ja? Bei guten Bedingungen, ich hatte ein bisschen Traktionsprobleme und der dicke Nico war bei mir noch im Auto. Wenn er draußen ist, fahre ich mit Sicherheit eine 5,5, 100 auf 200 und somit mache ich ein GT2 RS Konkurrenz, ja, mit 2 Tonnen. GT2 RS wiegt natürlich nur 1500 oder sowas, ja, und dann kommt so ein 2-Tonnen-Schiff und fährt obenrum mit Sicherheit am GT2 RS vorbei, gell? Also, jetzt hören wir uns noch den Sound schnell an und dann geht's nach Hause. So, also, nochmal kurz zur Erklärung, ja, dass man das hier alles richtig sehen. Wir haben hier eine Eingangsmessung gehabt von 730,9 PS und 925 Newtonmeter. Ja, und bei der Ausgangsmessung hatten wir 810 PS und 1090 Newtonmeter. Ja, also ist sehr gut. Wow, ihr fragt euch jetzt, wie viel Ladedruck muss der wohl fahren für diese Leistung und so. Und dadurch, dass es natürlich ein 5,2 Liter ist, V12, ja, und auch bis 7000 dreht, ja, braucht man da überhaupt nicht viel Ladedruck. Wir sehen jetzt hier anhand von den Loks, dass wir einen Maximaldruck haben von 1,3 Bar. Ja, und den halten wir ziemlich lange. Und bei Drehzahlende fahren wir noch 1,2 Bar mit Lambda 0,77, 15,5 Grad Zündung. Das ist exakt das, was ich eingestellt habe. Ja, das heißt, er nimmt überhaupt nichts zurück. Der Kunde hat Super Plus drin, 98 Oktan. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, da wollen wir noch ein bisschen mehr rauskitzeln, wäre natürlich möglich, wenn man sagt, Aral 102, ich würde hier nochmal 3-4 Grad Vorzündung geben, dann nochmal vielleicht einen 10 Ladedruck, dann wären da locker 850 PS drin. Ja? So, aber 810 reicht ja, die 5500, 200 reicht ja auch dann alleine im Auto für ein GT2. Also kannst du mit dem Auto jetzt einiges ärgern auf der Straße, bis auf Porsche. So, ich mache für heute Feierabend. Ich nehme jetzt meinen schönen Taycan, fahre elektrisierend ganz leise nach Hause, ja, weil heute habe ich wirklich genug Lautstärke gehabt. Und wie gesagt, abonniert den Kanal, dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst, weil es kommen viele, viele richtig geile Videos. Ja, weil mit den Jungs hier, ja, mit Nico und mit Mo, da macht das Training richtig Spaß. Die haben immer gute Laune, ja, auch wenn ich mal mit schlechter Laune hierher komme. Nein, Spaß, ich habe natürlich nie schlechte Laune. Wenn ich hierher komme und die Leute hier schlechte Laune haben, die blühen ja auf, wenn ich reinkomme. Ja, von daher, abonniert den Kanal. Macht ein paar Kommentare, ja, sagt mir, was wollt ihr sehen, welches Auto, ja, übertreibt nicht. Wir nehmen uns vor, jetzt mal die nächsten paar Videos vielleicht in Abu Dhabi oder Dubai zu drehen, ja. Da kriegen wir vielleicht ein paar tolle Autos zusammen, ja. Der Nico freut sich schon, ja, weil er hat gesagt, er will auch in Abu Dhabi mal 300 fahren. Da habe ich gesagt, Nico, wenn die uns erwische, gehen wir in den Knast, mindestens ein Jahr. Dann hat der Nico gesagt, Scheißdreck, machen wir eben nicht. Weil der Salah de Babo, der hat die Connection, der holt uns da raus. Da habe ich gesagt, gut, hast recht, ja. Hast recht, Nico. Also.